Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute beschäftigen wir uns mit einem Charaktervideo, das sich wirklich sehr oft gewünscht wurde. Und zwar befassen wir uns mit dem Hauptcharakter des kompletten König der Löwen-Universums, Simba. Wenn du dich für König der Löwen, die Garde der Löwen oder My Pride of Deutsch interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. So, aber nun genug gelabert und starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Simba? Simba ist der wichtigste Charakter im ganzen König der Löwen-Universum. Um ihn dreht sich so ziemlich alles. Er ist ein schlanker, starker Löwe mit goldbraunem Fell, roten Augen und roter Mähne. Wobei man dazu sagen muss, dass er in Teil 2 etwas zugelegt hat und etwas in die Breite gegangen ist. Er ist der Sohn von Mufasa und Sarabi und somit der Prinz bzw. dann noch der König des geweihten Landes. Seine Partnerin ist Nala, mit der er 2 Kinder hat, Kiara und Kion. Simbas Zieheltern sind hier mehr oder weniger Timon und Pumba, da sie ihn ja großgezogen haben. Er versucht immer ehrlich und mutig zu sein und ist ein eher traditioneller König. Simba versucht sich stets an all das zu halten, was ihm sein Vater beigebracht hat. Der Name Simba bedeutet übersetzt Löwe. Wo kommt Simba vor? Also im Prinzip so gut wie überall. In König der Löwen, im zweiten Teil Simbas Königreich, im dritten Teil Hakuna Matata, in der Serie Timon und Pumba, in die Garde der Löwen und im Remake und natürlich in diversen Büchern. Er ist also eigentlich allgegenwärtig. Da es jetzt natürlich extrem lange dauern würde, alles genau zusammenzufassen, versuche ich mich jetzt eher kurz zu halten. Im ersten Teil sehen wir, wie der kleine Baby Simba von Rafiki den Tieren des geweihten Landes als Thronfolger des Königs Mufasa präsentiert wird. Mufasas Bruder Scar findet die ganze Sache allerdings weniger cool, da seine Chancen auf den Thron damit sinken. Um Simba nun loszuwerden, erzählt er ihm von einem geheimnisvollen Ort, dem Elefantenfriedhof. Simba findet das Ganze natürlich extrem spannend und macht sich mit seiner besten Freundin Nala auf den Weg dorthin. Nachdem sie Sisu, der sie eigentlich begleiten sollte, losgeworden sind und nach einer kleinen Gesangseinlage sind sie auch schon so gut wie da. Allerdings treffen sie dort auf die drei Hyänen Shenzi, Banse und Ed, die eigentlich ziemlich Lust drauf hätten, die beiden zu fressen. Nach einer kleinen Verfolgungsjagd landen Simba und Nala schließlich aber in einer Sackgasse. Doch in letzter Sekunde kommt Mufasa und kann die beiden retten. Am Abend führt Mufasa mit seinem Sohn noch ein ernstes Gespräch und gibt ihm anschließend noch ein paar Weisheiten mit auf den Weg. Eigentlich eine echt schöne, traurige und emotionale Szene, wenn man darüber nachdenkt, was am nächsten Tag passieren wird. Ungefähr zur selben Zeit hackt Scar mit den Hyänen einen neuen Plan aus, um Simba und Mufasa loszuwerden, in einem epischen, bösen Lied. Am nächsten Tag lockt Scar Simba in eine Schlucht, wo er auf eine angebliche Überraschung von Mufasa warten sollte. Hey Onkel Scar, ist es eine schöne Überraschung? Simba, sie ist zum Sterben schön. Allerdings jagten die Hyänen eine Gnu-Herde in die Schlucht und Simba verfiel in Panik und versuchte schnell zu flüchten. Währenddessen lief Scar zu Mufasa und berichtete ihm von der Schlucht und Simba. Mufasa machte sich natürlich unverzüglich auf, seinen Sohn zu retten. Es gelang ihm schließlich auch, seinen Sohn auf einem Felsvorsprung abzusetzen. Als er schließlich selbst versuchte, aus der Schlucht zu klettern, wurde er von seinem Bruder Scar daran gehindert und wieder zurück in die Schlucht bzw. in seinen Tod befördert. Scar gab schließlich Simba die Schuld für das Ganze und schickte ihn weg. Nun sollten die Hyänen ihn verfolgen und töten. Das Ganze klappte allerdings nicht so ganz und Simba konnte flüchten. Er trifft dann schließlich auf Timon und Pumba, die ihn in ihre Gruppe aufnehmen und ihn großzogen. Während die drei chillig nach dem Motto Hakuna Matata leben, geht das geweihte Land komplett unter, da Scar ja die Herrschaft an sich gerissen hatte. Da die ganze Situation im geweihten Land mittlerweile unerträglich wird, macht sich Nala auf den Weg, um Hilfe zu suchen. Und zufälligerweise trifft sie im Dschungel auf Simba. Die beiden verbringen etwas Zeit miteinander, verlieben sich schließlich, doch als Nala ihm von den Umständen im geweihten Land erzählt und ihn bittet zurückzukommen, hat er auf das Ganze eigentlich keinen Bock mehr. Nala zieht genervt und enttäuscht ab, während Simba über das Ganze nachdachte und auf Rafiki trifft. Dieser führt ihn zu einem kleinen Teich, wo er dann schließlich mit seinem Vater Mufasa spricht. Nach dieser doch sehr emotionalen Szene, immerhin hat man nicht jeden Tag die Möglichkeit mit einem Verstorbenen zu sprechen, außer man ist Kion, entschließt sich Simba ins geweihte Land zurückzukehren und sich Scar zu stellen. Dort entstand dann ein Kampf zwischen Hyänen und Löwen und Scar wurde von Simba so ziemlich besiegt. Er versuchte sich dann noch rauszureden und den Hyänen die Schuld an dem Ganzen zu geben. Allerdings stellte sich im Nachhinein raus, dass es eigentlich eine ziemlich dumme Idee war, denn die Hyänen haben das gehört und Scar im Nachhinein getötet. Und schließlich kehrt wieder Frieden ins geweihte Land ein. Simba und Nala besteigen schließlich den Thron und präsentieren ihr Kind. Und somit geht der ewige Kreis des Lebens weiter. Im zweiten Teil von König der Löwen, Simbas Königreich, geht es dann genau um dieses Kind, Kiara. Simba macht sich allerdings große Sorgen um das Wohlbefinden von Kiara und möchte, dass ihr nichts zustößt.
Er lässt sie also von Timon und Pumba verfolgen, die sicherstellen sollen, dass ihr nichts passiert. Allerdings könnte sie die beiden mit Leichtigkeit abhängen und trifft schließlich auf einen kleinen Löwenjungen namens Kovu. Die beiden freundeten sich an und wollten miteinander spielen, als Simba und Kovus Mutter Sira dazukamen. Hier stellt sich nämlich heraus, dass es einen Konflikt zwischen Simba und Sira gibt und Sira vor langer Zeit aus dem geweihten Land verbannt wurde. Allerdings wird uns nicht gesagt, warum sie verbannt wurde. Wir erfahren aber zumindest, dass sie zur Zeit von Scars Herrschaft am Königsfelsen lebte und Scar Kovu selbst als seinen Nachfolger auserwählt hatte. Schließlich schnappte sich Sira ihren Sohn und ging wieder zurück ins Schattenland und Simba schnappte sich Kiara und ging wieder zurück zum Königsfelsen. Dort führte er ein ernstes Gespräch mit seiner Tochter und versuchte ihr klarzumachen, dass er sie doch nur beschützen möchte. Währenddessen sehen wir, wie Sira ihrem Sohn Kovu eintrichtert, dass es Simba irgendwann töten muss, obwohl der eigentlich gar keine Lust drauf hat. Er wäre einfach gerne mit Kiara befreundet. Das Ganze kommt Sira allerdings auch zugute. Sie hackt schließlich den Plan aus, dass er sich an Kiara ranmachen soll, um so an Simba ranzukommen, um ihn zu töten. Hier gibt's dann einen kleinen Zeitsprung. Kiara geht auf ihre erste Jagd und Simba verspricht ihr eigentlich, dass er sie diesmal das Ganze alleine durchziehen lässt. Allerdings macht er sich wieder Sorgen und schickt Timon und Pumba wieder hinterher. By the way, merkt euch das. Diese Überfürsorglichkeit von Simba wird später noch etwas wichtiger. Also, Kiara geht auf ihre erste Jagd und wird dabei von Timon und Pumba überwacht. Allerdings bemerkte sie das ziemlich schnell, war ziemlich enttäuscht von Simba und lief dann etwas weiter weg. Währenddessen begannen Siras andere beiden Kinder, Vitani und Nuka, ein Feuer zu legen. Kiara geriet schließlich mitten rein in den Brand und wurde von Kovu gerettet. Dieser bat anschließend darum, ein Teil von Simbas Rudel werden zu können. Simba hatte darauf eigentlich überhaupt keine Lust, allerdings wollte er sich an die Gesetze und Regeln seines Vaters halten und gab ihm zumindest eine Chance. In dieser Nacht träumte Simba von dem Tag, an dem sein Vater in der Schlucht starb. Allerdings war hier nicht Scar der Bösewicht, sondern Kovu. Kovu warf auch Simba in diesem Traum in die Schlucht. Simba wachte dann ziemlich panisch auf und macht sich am Morgen auf den Weg zum Wasserloch, um etwas zu trinken. Auch Kovu war schon wach und hatte Simba verfolgt, um ihn jetzt zu töten. Und bis hierher lief Siras Plan eigentlich ganz gut. Doch hier kommt wieder Kiara ins Spiel. Sie platzte mitten in diese Situation und nahm Kovu die Möglichkeit, Simba zu töten. Die beiden verbrachten etwas Zeit miteinander, hatten viel Spaß und verliebten sich schließlich. Simba begann auch langsam seine Zweifel an Kovu abzulegen. Er machte mit ihm einen Spaziergang und erzählte ihm von Scar und der Vergangenheit. Mittlerweile hatte sich Kovu auch komplett davon distanziert, Simba töten zu wollen und wollte ihm eigentlich auch während diesem Spaziergang erzählen, was Siras Plan war. Allerdings kam Sira und ihr Rudel ihnen zuvor und umzingelte die beiden. Sie legte die ganze Situation so aus, dass es aussehen würde, als hätte Kovu Simba bewusst hierher gelockt. Somit war Simbas Vertrauen in Kovu wieder komplett erloschen. Simba wurde anschließend von Siras Rudel angegriffen und Kovu wollte Simba eigentlich unterstützen, allerdings scheiterte er schon direkt am Anfang dabei. Simba versuchte über eine Schlucht und über Baumstämme, die eine Art Damm bildeten, zu fliehen. Nuka, Siras ältester Sohn, den sie eigentlich nie Aufmerksamkeit schenkte, verfolgte Simba, um ihn zu töten und seiner Mutter zu beweisen, dass er das Zeug dazu hat. Allerdings kamen ein paar Baumstämme unter Nuka nach und er wurde von den Baumstämmen begraben und starb. Der verletzte Simba konnte sich noch ins geweihte Land retten, brach dort zusammen und wurde von Timon und Pumba zum Königsfelsen gebracht. Währenddessen trauerten Sira und ihr Rudel um Nuka. Sira gab Kovu die Schuld am Tod von Nuka und verpasste ihm eine Narbe. Kovu machte sich daraufhin wieder auf den Weg zum Königsfelsen, um Simba zu erklären, dass er mit der ganzen Sache nichts mehr zu tun haben wollte. Simba hörte ihm allerdings gar nicht zu und verbannte ihn direkt. Kiara konnte die Entscheidung ihres Vaters überhaupt nicht nachvollziehen und machte sich auf den Weg, um Kovu zu suchen. Schließlich konnte sie ihn auch finden. Währenddessen griff Siras Rudel das geweihte Land an. Es entstand ein ziemlich brutaler Kampf. Und gerade als Sira und Simba sich duellieren wollten, stellten sich Kovu und Kiara dazwischen. Während Simba und Siras Rudel langsam einsahen, dass dieser Kampf sinnlos ist und dass sie doch alle eigentlich zusammengehören, hatte Sira auf diese ganze Situation einfach mal gar keine Lust und wollte Simba angreifen. Allerdings stürzte sich Kiara dazwischen und Sira und Kiara stürzten in eine Schlucht. Kiara landete halbwegs sicher, während Sira an einer Klippe hang. Kiara wollte ihr eigentlich nun wieder raufhelfen, doch Sira nahm die Hilfe nicht an und stürzte in die Schlucht und wurde von den Wassermassen mitgerissen. Daraufhin herrschte Frieden zwischen den zwei Rudeln und sie lebten gemeinsam am Königsfelsen. Und Kiara und Kovu konnten zusammen sein. Und somit Happy End für Teil 2. Die Serie Die Garde der Löwen werde ich jetzt nicht komplett zusammenfassen, denn das würde ewig dauern und dazu wird sicher noch ein separates Video kommen. Kurz gesagt, in der Serie hat Simba einen zweiten Sohn namens Kion. Dieser bekommt von seinem Vater die Aufgabe, die Garde der Löwen zu gründen.
eine Beschützergruppe, die das geweihte Land vor Gefahren beschützen sollte. Ansonsten spielt Simba in dieser Serie nicht wirklich eine Hauptrolle. Er kommt halt immer mal wieder vor. In der Serie Timon und Pumba ist es eigentlich ziemlich das gleiche, nur dass Simba da noch weniger vorkommt. Und ich glaube, den dritten Teil, König der Löwen Hakuna Matata, und das Remake brauche ich an sich nicht zusammenfassen, denn beide Filme basieren auf dem ersten Teil. In König der Löwen Hakuna Matata wird halt eher die Geschichte von Timon und Pumba beleuchtet und im Remake ändert sich eigentlich nicht wirklich viel außer ein paar Kleinigkeiten. Bevor wir jetzt zum nächsten, doch eher kritischen Part kommen, schauen wir uns doch noch ein paar Fakten zu Simbas Stimme an. Simba hatte nämlich über die Jahre 9 verschiedene Synchronsprecher. Der junge Simba aus dem Zeichentrickfilm von 1994 wurde von dem Synchronsprecher Julius Jelinek gesprochen. Dieser hat auch beispielsweise John Deacon aus dem Film Bohemian Rhapsody. Es ist wirklich gut. Das wird es jedenfalls. Wenn ihr alle endlich Ruhe gebt und spielt. Und Quicksilver aus dem Film X-Men synchronisiert. Das ist cool, aber auch widerlich. Gesungen wurde der junge Simba aus dem Zeichentrickfilm von Manuel Straube. Und diesen Synchronschauspieler kennt ihr sicher, denn er leiht beispielsweise Stewie Griffin aus Family Guy. Kommt zurück! Das sind meine Süßigkeiten! Ihr miesen Schweine, das gehört mir! Phineas aus Phineas und Ferb. Das ist es! Ich weiß, was wir heute tun werden! Und Bilbo Beutlin aus den Hobbit-Filmen seine Stimme. In meinem Esszimmer. Außerdem hat er auch die Gesangsparts für Genie im Remake von Aladdin übernommen. Also ein ziemlich krasser und talentierter Typ. Der erwachsene Simba wurde in den drei König der Löwen Zeichentrickfilmen und in der Serie Timon und Pumba von Frank Lorenz Engel gesprochen. Dieser war allerdings nicht sehr lange als Synchronsprecher tätig. Laut Synchrondatei.de war Simba aus König der Löwen 3, Hakuna Matata, seine letzte Sprechrolle. Seit 2013 ist er Intendant der Brüder Grimm Festspiele in Hanau. Ich persönlich finde seine Stimme einfach nur hammermäßig und ich bin auch der Meinung, dass es die Garde der Löwen extrem aufgewertet hätte, wenn er dort wieder mitgesprochen hätte. Gesungen wurde Simba in den Filmen von Kush Jung. Dieses Multitalent ist Musiker, Schauspieler, Choreograf und hat noch 1000 andere Berufe. Er zählte auch 15 Jahre lang zum fixen Musical Ensemble des Theater des Westens in Berlin. Er spielte unter anderem in Musicals wie Jesus Christ Superstar, Mamma Mia, Les Miserables und Die drei Muskeltiere mit. In König der Löwen 3, Hakuna Matata, wird der junge Simba von Malte Stübing gesprochen. So, ich muss mich hier nochmal kurz korrigieren. Simba hat nicht insgesamt 9 verschiedene Stimmen, sondern 10. Im Remake wird der junge Simba von Ludwig Niesner gesprochen. Die Gesangsparts des jungen Simba übernahm David Nikalayan. Der erwachsene Simba im Remake wird von Leonard Hohm gesprochen. Und seine Gesangsparts werden von Pat Lawson gesungen. Und zu guter Letzt, in die Garde der Löwen wird Simba von Jaron Löwenberg gesprochen. Chiara sagt, du willst Banga in die Garde der Löwen aufnehmen. Und ihn kennt ihr womöglich als die deutsche Stimme des erwachsenen Tarzan. Jane bleibt bei Tarzan. Ich möchte auch ganz kurz anmerken, da ich die Umbesetzung in die Garde der Löwen von Simba etwas kritisiert habe, dass ich nicht finde, dass Jaron Löwenberg ein schlechter Synchronsprecher ist. Im Gegenteil, ich finde seine Stimme fantastisch. Allerdings finde ich es nie gut, wenn ein Charakter umbesetzt wird, denn das kann die komplette Figur ruinieren. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten und doch eher kritischen Punkt. Simbas Problem in die Garde der Löwen. Ich persönlich bin kein großer Fan von Die Garde der Löwen. Vor allem die Tatsache, dass die Serie zum Kanon, also zur offiziellen Geschichte, dazugehört, ist für mich ein Dorn im Auge. Es ist eine wirklich schöne Kinderserie. Allerdings ruiniert sie für mich die Filme und die Figuren. Angefangen von Scar, der durch Schlangengift und einen blöden Kommentar von Mufasa böse wird, über die Tatsache, dass man im geweihten Land Weihnachten feiert und Bäume dekoriert, oder Kion viel zu stark ist und andauernd mit Mufasa sprechen kann, bis zu Simba. Also sein Charakterdesign ist mal mega schlecht und meines Erachtens nach ist er extrem arrogant geschrieben. Im Vergleich zu den Filmen bildet er sich hier sehr viel darauf ein, dass er König ist. Und natürlich kann man das ja auch irgendwo verstehen, dass man als König einen gewissen Respekt erwartet. Aber in den Filmen wurde uns das nie so gezeigt. Und das macht die Figur meines Erachtens nach komplett unsympathisch. Und das gleiche Problem hat auch Chiara. Sie hatte eigentlich gar keine Lust, Königin zu werden und bildet sich in der Serie dann plötzlich so viel drauf ein, dass sie Prinzessin ist. Das triggert mich halt total. Aber was für mich noch viel schlimmer ist, ist Simbas plötzlicher Sinneswandel in der Serie. Ich meine, im Film konnte Chiara nicht mal alleine irgendwo hinlaufen, aber in der Serie darf sie plötzlich mit ihren Freunden für die Jagd trainieren und alleine herumlaufen. Und vor allem, wie ging das so schnell, dass sich Simba vor kurzem noch Sorgen um Chiara gemacht hat und plötzlich ist es ihm total egal. Und auch Kion, der noch viel jünger ist als Chiara, kann machen, was er will. Chiara durfte nicht mal spielen gehen, ohne von Timon und Pumba verfolgt zu werden.
aber Kion darf sich in Gefahren stürzen, sich mit Hyänen, Krokodilen und so weiter anlegen und Simba juckt das nicht. Auch als Kiara in der Serie von Hyänen entführt wird, macht Simba einfach gar nichts. Und ich weiß, jetzt werden ein paar Leute sagen, aber Flozi, Simba wusste doch gar nicht, dass sie entführt wurde. Oder Simba wusste doch schon, dass Kion auf dem Weg war, um Kiara zu retten. Und ja, das stimmt, aber das macht die Situation meines Erachtens nach überhaupt nicht besser. Ich meine, im Film war er der totale Kontrollfreak und wollte, dass Kiara nichts zustößt und jetzt findet er es nicht seltsam, dass sie ohne ihre Freunde unterwegs ist und keiner eine Ahnung hat, wo sie ist und zu dem Zweiten, dass Kion sie ja eh retten würde, das ist doch kompletter Quatsch. Ich meine, wie soll das Ganze weitergehen, wenn Kion es nicht gelingt, Kiara zu retten und Kiara dann vielleicht sogar stirbt? Will Simba Kion dann die Schuld daran geben, dass Kiara gestorben ist? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Und da hätte es mir natürlich etwas Trost gespendet, wenn man zumindest die Stimme von Simba aus den Filmen dabei gehabt hätte. Es hätte natürlich den Charakter jetzt an sich nicht wirklich verbessert, denn schlecht geschrieben wurde er ja trotzdem, aber zumindest hätte man den Charakter über die Stimme zum alten Simba verbinden können. Und es kann natürlich sein, dass sie Frank-Lorenz Engel gefragt haben, ob er mitsprechen wollen würde und er hat Nein gesagt. Dann kann man natürlich nichts machen. Und wie schon gesagt, Jaron Löwenberg macht hier einen super Job. Allerdings finde ich einfach, dass es ganz viele unglückliche Sachen sind, die zusammengekommen sind. Schlechtes Charakterdesign, ein schlecht geschriebener Charakter und dann eine komplett neue Stimme. Es ist halt eigentlich das komplett gleiche wie mit Jack Sparrow in Fluch der Karibik. In den ersten drei Teilen war der Charakter echt gut geschrieben und hatte eine super Stimme. Allerdings wurde die deutsche Stimme ab Teil 4 umbesetzt und der Charakter hat sich auch von Grund auf etwas verändert. Und auch wenn die neue Stimme von Jack Sparrow an sich wirklich super ist, passt sie nicht zum Charakter. Captain Jack Sparrow, wenn ich bitten darf. Fehlt da nicht irgendwo noch ein Captain? Und für mich persönlich sind Umbesetzungen bei Synchronschauspielern ein extrem großer Kritikpunkt bei Filmen. Es ist natürlich vollkommen verständlich, wenn eine Figur umbesetzt wird, weil der Sprecher im Ruhestand ist oder der Sprecher aus irgendwelchen Gründen nicht mehr seinen Job ausüben kann. Allerdings fällt es mir schwer, Charaktere wie Pumba beispielsweise wieder ernst zu nehmen, wenn er dann von der Stimme von Mr. Krabs gesprochen wird, weil ich dann die ganze Zeit solche Sachen im Kopf habe. Was? $3 weniger Gewinn im letzten Monat? Ich muss hier wohl mal ganz andere Seiten aufziehen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal klarstellen, dass diese Kritik jetzt nicht an die Synchronschauspieler geht. Die können überhaupt nichts dafür. Die Kritik richtet sich dann eher an die Leute, die Garde der Löwen geschrieben haben bzw. die Synchronsprecher besetzt haben. Und ich muss hier nochmal als herausragendes Beispiel Star Wars The Clone Wars nennen. Man hat es hier geschafft, fast über 20 Jahre die gleichen Synchronsprecher für die gleichen Rollen zu bekommen. Und das ist wirklich heftig. Und wenn kleinere Figuren umbesetzt wurden, dann hat man das nicht gemerkt, weil die Synchronsprecher so gut ausgewählt waren. Und ich denke mir halt so, das wäre doch sicher irgendwie in die Garde der Löwen auch möglich gewesen. So, nochmal zurück zu Simba. Ihr müsst nämlich auch bedenken, dass Simba dann wieder zum Kontrollfreak wurde, während Kion auf dem Weg zum Baum des Lebens war. Er ließ Kiara nicht mal bei ihrer ersten Jagd alleine jagen und schickte Timon und Pumba hinterher, um sie zu überwachen. Und auch hier ist es natürlich möglich, dass sie sich einfach mehr Sorgen gemacht hatte, da Kion jetzt nicht mehr im geweihten Land ist und für Sicherheit sorgen kann. Allerdings lasst uns das Ganze jetzt mal vergleichen. Kiara darf als Kind alleine herumrennen, während Kion auf Probleme wie Sira, Krokodile, Hyänen und andere Bösewichte trifft. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Scar wieder zurückgekommen ist und den Königsfelsen abgefackelt hat. Nee. Und alles nur halb so schlimm. Und im zweiten Teil darf Kiara nicht mal als Teenager oder schon fast Erwachsene alleine auf eine Jagd gehen. Seid mir nicht böse, aber das ergibt hinten und vorne keinen Sinn. Und ich meine, was hat sich Simba vorher erwartet? Kion ist ein Kind gewesen. Er kann nicht erwarten, dass er sich um alle Probleme im geweihten Land kümmert und nebenbei auch noch auf Kiara aufpasst. Das ist nicht möglich. Vielleicht könnt ihr meine Punkte irgendwie nachvollziehen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr von Simba aus Die Garde der Löwen haltet. So, jetzt habe ich mich genug über Die Garde der Löwen aufgeregt. Kommen wir zum letzten Punkt, und zwar, was passiert in der Fanszene mit Simba? Dort haben Simba und Nala einen weiteren Sohn, namens Cooper. Zu Cooper gibt es bereits ein Video auf diesem Kanal. Das findet ihr entweder in der Videobeschreibung oder am Schluss des Videos. In den Comics hat Simba auch so ungefähr 1000 Freunde mehr als im Film. Da gibt es zum Beispiel Malka, Kumvi, Tama, Toyo und noch viele mehr. Zu Malka und Tama findet ihr bereits ein Video auf diesem Kanal. Das findet ihr dann auch unten in der Videobeschreibung. Außerdem sollen im nächsten Jahr 2 Fanfortsetzungen von Die Garde der Löwen erscheinen. Das Ganze soll auch animiert sein und ich bin auch ziemlich gespannt darauf, denn in der Serie sollen Simba und Nala auch sterben und ich bin gespannt, wie das Ganze umgesetzt werden wird. Aber wie seht ihr das Ganze? Habe ich etwas vergessen? Oder was haltet ihr von Simba im Allgemeinen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.